Ich wurde gebannt. Warum werde ich immer gebannt? Das ist der zweite Bann in Folge, Leute. Das kann doch nicht sein. Wir joinen heute RP-Servern aus anderen Ländern. Das heißt, anstatt irgendwelchen deutschen Servern zu joinen, joinen wir jetzt irgendeinem saudi-arabischen, rumänischen, russischen oder irgendwelchen anderen RP-Servern und versuchen uns zu verständigen und nicht gebannt zu werden mit der deutschen Sprache. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es wird. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Let's go! Ich würde sagen, wir starten direkt mit saudi-arabischen RP. Ich glaube, das wird nämlich mit am schwierigsten. Und danach versuchen wir französisches RP, weil da könnten wir uns sogar noch verständigen mit einigen Leuten. Deswegen wird es auf jeden Fall sehr interessant werden. So Leute, wir starten direkt mal rein. Ich habe auf jeden Fall schon Polizei gesehen und Leute, die in sehr interessanten Sprachen kommunizieren, die ich absolut nicht verstehe. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal auf ganz entspannt ein paar kriminelle Sachen. Unter anderem einen Metallschläger, einen G36 und zwei Bomben. Ich glaube, damit sind wir gut aufgestellt und fahren damals zum ersten Raub. Wir haben tatsächlich 14 Polizisten, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es wird. Ich würde sagen, wir gehen all in, fahren zur Bank, weil wir werden eh nicht so lange auf dem Server sein. Und da müssen wir ja alles ausreizen, was geht. Die Bank ist grün, Bombe wird platziert, wir überfallen die Bank. Ich bin sehr gespannt, wie schnell die Polizei kommt, denn es sind hier auch viele Schüsse überall auf der Map. Deswegen weiß ich nicht, wie schnell die Polizei kommen wird. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes, dass wir hier einfach ganz schnell alles ausrauben, wieder rausgehen können. Und dann sollten wir eigentlich ganz entspannt hier alles verüben können. Und warten, bis jemand kommt, da vorne sind Schüsse. Oh mein Gott, es eskaliert jetzt schon, Leute. Es sind jetzt schon Schüsse ohne Ende. Wir laufen raus, Leute. Let's go, komm. Ja, die zwei Geldscheine lassen wir zurück. Los, hey, los. Oh, das ist ein Krimineller. Oh. Oh. Moin. Sorry, tut mir leid, war nicht mit Absicht. Ich weiß nicht, was er schreibt. Alles gut bei dir? Ist alles entspannt? Ja, ich glaube, bei ihm ist nicht alles gut. Ja, egal, passt schon. Nee, okay, tschüss. Ja, keine Ahnung, wird schon passen. Ich glaube, er hat hier vorne uns einfach den Rücken freigehalten. Ja, vor dem Polizisten und ich schieße ihn down. Oh mein Gott, der tut mir so leid, ne? Der wird so einen Hass auf mich haben. Ja, war nicht meine Schuld. Ich würde sagen, wir warten schon mal in den Juwelier rein. Der ist aber schon überfallen. Okay, hallo, da schreibt mir irgendwer was. Ich schreibe einfach mal hallo zurück. Mal sehen. Da ist ein ADAC-Beamter. Polizei, Polizei. Hände hoch oder es knallt. Okay, es knallt, perfekt. Ey, nicht schlagen. Nicht Dauer machen. Hallo, stopp, stopp, stopp. Nein, nein, nein. Ja, okay, einen Polizisten haben wir am Boden. Let's go. Nee, die wollen alle nicht mit mir reden. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal weg und wechseln einfach den Server und gehen auf den französischen Server. Vielleicht können wir uns da besser verständigen, auch mit der deutschen Sprache. Mal sehen, vielleicht haben wir ja Glück. Wir sind auf jeden Fall angekommen. Das erste, was ich sehe, ist ein Vito auf der falschen Seite und ein Lambo, der mich rein dürfte. Let's go. Das Normalste wirklich. Er steht schon mit einem Taser darum. Let's go. Ich schreibe einfach mal Hallo. Baguette El Papier, können Sie das vielleicht verstehen? Bestimmt. Was schreibt das? Part. Wie Part? Was heißt Part? Ich bin kein Franzose. Vielleicht Croissant? Oui, oui? Was? Oui, oui? Ah, mein Gott, ich steige einfach aus. Es gibt jetzt Hackmack. Enduro, das knallt. Ist down. Okay, es hat geknallt. Perfekt. Croissant. Er schreibt auch Croissant. Oh mein Gott, ich habe ihn gefunden. Ich habe einen Freund gefunden. Croissant. Lecker. Sehr, sehr lecker, Croissant. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, wirklich. Es ist geisteskrank. Ich würde sagen, wir wollen das überfallen, können wir aber nicht. Da steht Polizei. Ah, Taser. Was? Wo kommt er denn? Bitte nicht. Ich will noch nicht ins Gefängnis. Mann. Ja, okay, ich würde sagen, das ist das erste Mal, dass wir direkt ins Gefängnis wandern. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, egal, 1 Minute 20 im Gefängnis und dann geht's auf jeden Fall weiter. Ja, zum Kosovo-Roleplay. Ich glaube, die schaffen es auch, mich zu verstehen, bestimmt. Ah, hier stehen welche. Ich würde einfach mal sagen, moin, wie geht's euch? Wo ist hier die nächste Toilette? Können Sie mir das bitte sagen? Hallo? Hallo, wo ist die nächste Toilette? Ja, keine Gastfreundschaft. Hallo. Oh mein Gott, nicht. Ach, Mann, ich halte mich da raus. Schlagt ihr euch mal zusammen. Ich fahre einfach weiter, hole mir ein paar kriminelle Sachen. Die wollten mir nicht weiterhelfen. Deswegen, naja, dann halt nicht. Das wird Rache geben. Ah, er läuft mir hinterher. So, einsteigen und ich würde sagen, dann einmal Abfahrt. Wir rächen uns für, ja, das Leid, was sie uns gerade angetan haben oder so. Moin, moin. Ich würde sagen, wir holen uns mal den Metallschläger raus. Ein Hit. Noch ein Hit und er ist down. Da ist noch einer. Nicht tasern. Hab ihn einmal getroffen. Nicht tasern. Bitte. Ja, okay. Wir öffnen das Feuer. Ist down, GG. Okay. Ja, ne? Aber hier müssten noch welche sein. Hände hoch oder es knallt. Nein, er schießt doch nicht. Okay, sorry.
Es eskaliert hier schon wieder. Ich bin seit 2 Sekunden auf diesem RP-Server direkt mit rumgeballert. Liegt vielleicht an mir, aber egal. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Zum Glück gerade noch so eben geschafft. Da steht noch einer mit Taser. Ah, da schießen welche. Die SEK von Kosovo ist da. Stop Six, let's go. Ich hab 4 Plattreifen. Mein Auto ist kaputt. Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch. Nein, das SEK vom Kosovo ist da. Einen habe ich vom SEK. Los. Komm. Ja, nein, ich hab's nicht geschafft. Oh mein Gott. Nein. Als dann die Spezialeinheit vom Kosovo kam, da war dann vorbei. Also ein RTW ist auf jeden Fall da. Er belebt aber logischerweise erstmal die andere wieder. Ich wurde gebannt. Let's go. Ich wurde gebannt. Och nee. Ich bin einfach bis zum 30. September gebannt, Leute. Och nee. Warum denn das? Wir wurden jetzt gebannt und deswegen bin ich 3 Minuten im Gefängnis. Sehe ich nicht so ganz ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, wir merken uns auf jeden Fall, Kosovo RP hat sich für uns jetzt erstmal erledigt. Na gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat aber trotzdem Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall der erste RP-Server, wo die Spezialeinheiten wirklich so einen eigenen Skin sich gemacht haben. Und da muss ich sagen, das fand ich auf jeden Fall cool. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Wo waren wir noch nicht? Ich glaube, nee, wir gehen mal nach Polen. Ich glaube, die können uns vielleicht verstehen. Wir sehen es auf jeden Fall. Oder wir werden halt ziemlich schnell wieder gebannt. Ich würde sagen, wir werden auf diesem IP-Server auch nochmal unser Glück in Anführungszeichen probieren, uns ein paar Sachen holen und dann auch überfallen. Was ich aber eben schon gehört habe, es gibt anscheinend mehrere Admin-Cars hier und 10 Polizisten. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Metallschläger, G36 und wieder 2 Bomben sind natürlich hier eine Pflichtveranstaltung. Let's go. Und dann geht's zum Auto. Ich würde sagen, auf ganz entspannt, wir überfallen einfach mal die Bank, wenn wir die überfallen können. Da will mich wer blitzen. Alter, jetzt will mich SEK blitzen. Also ich weiß ja nicht, in welchem Teil von Polen wir sind, aber ich habe noch nie eine Spezialeinheit gesehen, welche schwerst bewaffnet ist, die blitzt. Also da musste ich persönlich den Admin spielen und ihm, ja, einmal kurz ein bisschen Aua geben. Biate Bugatti. Ey, er läuft mit Taser zu mir. Hände hoch. Jetzt reicht sie aber. Der läuft einfach mit dem Taser zu mir. Ey, warum nicht auf mich schießen? Ey, yo, chill mal ein bisschen. Ist auch down, hinter mir ist noch ein Verkehrspolizist. Bro, warum kommen hier so viele? Chill doch mal ein bisschen und komm nicht mit Taser. Okay, sorry, ich bin weg. Stopsticks bringen bei mir nichts. Okay, die schießen auf mein Auto. Ich dürfte hier einmal zur Seite. Bro, wie viele sind das denn bitte? Wie viele in aller Welt sind das? Und er kommt ganze Zeit zu mir. Kannst du mal aufhören zu mir? Oh, mein Auto ist gleich kaputt. Ich habe 1 HP auf meinem Auto. Mein Auto ist kaputt. In die Bank rein. Wir verbarrikadieren uns in der Bank. Let's go. Schutzausrüstung. Hände hoch. Let's go. Da ist einer. Komm. Aufpassen. Nein. Bitte. Ich habe nur noch ein Magazin. Wie soll ich das schaffen? Die Bank ist grün. Wir gehen in die Bank rein. Warte. Geht in die Bank rein. Ja. Nein. Warte. Baseballschläger. Bitte. Nein, mein Energy ist leer. Meine Energie allgemein. Wir laufen. Jetzt trink schneller. Let's go. Wir schlagen das kaputt. Schnell. Bitte. Die erschießen mich sonst. Bitte, beeil dich. Nein, das sind mir zu viele. Zünden. Los. Bitte nicht tasern. Ich wurde getasert. Och nee. Was war denn das? Moin an der Stelle. Seid ihr deutsch? Ich frage dir mal, ob die deutsch sind. Moin, wie geht's? Seid ihr deutsch? Wenn der mir jetzt auf Deutsch antwortet, habe ich alles gesehen. Dispatch, it's Polish Server. Nee, Deutsch ist besser. Ja, er schreibt ja, let's go. Guck, wir haben die erste Person, die Deutsch ist gefunden anscheinend. So halb zumindest. Er hat ja geschrieben, ich glaube, das reicht. Das ist Polen-Server. Er kann Deutsch. Wir haben den ersten Deutschsprachigen gefunden. Also zumindest kann er ein bisschen was. Er kann Deutsch. Wir haben den ersten Deutschen gefunden. Let's go. Zu 25%. Wie geht es dir? Kann er uns darauf antworten? Leute, erster deutscher Kontakt. Wir können einfach kommunizieren. Warum passiert uns das erst jetzt? Warum bin ich jetzt erst auf die Idee gekommen? Oh, ich wurde TP'd. Oh, nee. Ey, jetzt bitte nicht schon wieder bannen. Da wollte mich gerade irgendwer TP'en, habe ich gesehen. Du musst mich jetzt nicht bannen, bitte. Wie viele XP hast du? Ich glaube, das sollte er auch noch verstehen können, oder? 20.500. Das ist gut.
Du wurdest aus diesem Erlebnis gekickt. Ich wurde gebannt. Warum werde ich immer gebannt? Das ist der zweite Bann in Folge, Leute. Das kann doch nicht sein. Warum werde ich immer gebannt? Was habe ich denn getan? Und jetzt bin ich wieder im Gefängnis. Mann, zwei Bans kassiert. Nee, kann nicht sein. Leute, ich würde sagen, das war der letzte Server. Also die Quote ist, wir haben einen gefunden, mit dem wir reden konnten, der Deutsch war. Und wir wurden zweimal gebannt. Also, bisschen schwierig. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass so private öffentliche Server in anderen Ländern teilweise besser sind, finde ich, als deutsche und manchmal ein bisschen schlechter. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Ich würde auf jeden Fall sagen, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Damit würdet ihr mich nämlich riesig unterstützen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.